Hey Leute, willkommen zurück bei Terraria und ich gehe einfach mal Richtung Corruption. Letztes Mal haben wir ja dieses andere Gebiet gefunden und wir sind ja mehr oder weniger jetzt an diesem Update, Halloween Update, deswegen ist hier auch schon wieder ein Pumpkin, womit ich mir ein paar Rüstungen und ein paar andere nette Sachen machen könnte, die mehr oder weniger, ja, meistens Early Game bis auf eine Sache beschränkt. Und lasst mich nochmal kurz was machen. So, jetzt haben wir nämlich kurz hier an die Lichtquellen geändert. Muss ich leider machen. Und wie gesagt, wir gehen noch mal Richtung Corruption und ach, ich wollte den Bogen ein bisschen ausprobieren. Wenn wir schon unterwegs sind, können wir auch die Dinger mitnehmen. Und wenn wir sie finden unterwegs, ohne dass wir auch groß damit an Zeit verlieren. So, vier, okay. Der Slime ist schon mal. Wow, den Slime habe ich sofort getötet. Bin ich ja mal überrascht, dass der Boomerang doch so krass ist. Vor allem, der macht Melee-Damage. Verstehe ich nicht ganz, aber wenn es einen Grund gibt, dann wird es einen Grund geben. Würde ich behaupten. Ich dachte mal, der würde Range-Damage machen. Gut, er kommt wieder zurück, aber ganz ehrlich, das ist für mich kein Grund, dass der Melee-Damage macht. Also, man hat keine Schüsse, Munition oder sowas alles. So. Komm her, die Pumpkin. So, darunter gehe ich nicht. Ich habe den zwar gesehen, aber sehe das jetzt nicht als Grund, da runter zu gehen. Wir könnten mal gucken, ob wir. Ich habe kein Holz dabei oder was. Aber gut, dass ich die Axt dabei habe. Denn die Axt im Haus erspart den Zimmermann und den Holzfäller. Da würde ich sagen, können wir jetzt wieder ein paar Torches machen. Blood Moon, ja. Sogar die Augen haben sich jetzt verändert. Was bist du? Auch ein Dämonenhai. Der hat ein Batman-Kostüm an oder so. Ich mal kurz ein bisschen Licht machen. Und der hat so eine Raumstationskostüm an oder so. Gucken, ob die Zombies sich auch gleich nochmal verkleiden. Das wäre so geil, wenn jetzt jede Nacht Blood Moon wäre. Einfach aus dem Prinzip heraus. Also, da ist auf jeden Fall ein Zombie, der so ein bisschen Sträflingskleidung gerade gemacht hat. Und da haben wir die Corrupted Goldfish. Da haben wir so in Jays Kleidung haben wir gerade die Zombies. Aber gut, am Blood Moon ist einfach, es ist verdammt hell. So. Ein Goodie Bag habe ich nochmal bekommen. Cool. Was habe ich bekommen? Noch mehr Eier? Kann das sein? Und ich höre einen Wurm. Warum höre ich einen Wurm? Okay, er kommt näher. Das ist echt ein kleiner Wurm. Haben wir jetzt einen neuen Spawn-Bereich? So. Was ist das für ein Superman-Kostüm oder so? Wow, die haben echt viele Lebenspunkte, die Corrupted Goldfische. 100, krass. Kann man auch was bekommen von? Nee. Autsch. Reicht. Ja, und wie gesagt, ab und zu mal fallen lassen diese Goodie wegfallen, aber momentan habe ich nur die verfaulten Eier gesehen, die da drin waren. Ich denke, da gibt es bestimmt noch was anderes. Boah, der hat doch Rüstung. Junge. Komm hier. So ist geil.
So, du hast dich aber nicht verkleidet. Das gefällt mir nicht. Das ist schade, dass du dich nicht verkleidest. Ich will, dass ihr euch alle verkleidet für mich. Bin ja mal gespannt, ob die Corruption-Viecher, ich bin ja jetzt gerade in der Corruption, ob die sich auch verkleidet haben. Ja, bisher nicht. Mann, die hätten wenigstens so witzig sein können. Sogar die Augen sich verkleiden für mich. Wie das Gefühl, das ist besser hier. Überhand ein Gegner. Also die Kette ist auch echt nicht schlecht, wenn nämlich der Gegner ganz nah ist, dann kann man extrem schnell angreifen. Auch wenn es nicht so viel Schaden macht. Boah. Ich frage mich, ob die mehr Rüstung haben im Blood Moon. Ja klar, der muss auch kommen. Muss das sein. Wow. Hab ich gerade ein Goodie Bag nochmal aufgesammelt. Nochmal ein Snuggle. So, okay, erstmal haben wir jetzt Licht und jetzt haben wir mal Regeneration. Das wollte ich mir mal erreichen. Die ein bisschen nervig sind gerade. Eindeutig zu viele Gegner, die rumlatschen. Wow. Gleich nehme ich einen Heiltrank, wenn es weiter so geht. Ich will auch eine erhöhte Life-Generation haben. Klar, Nervfighter. So. Okay, wow. So, noch eine Linse. Das ist blöd am Bumerang, wenn ich mich verklicke und der Bumerang zu weit nach hinten kommt, dann kriege ich nichts mehr. Also machen wir doch weiter den hier. Wow, 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 wow. Nein, 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 nein. Wow. Bladed Clove. Ja, klar. Ja, ich weiß, dass ich gestorben bin bei einem Zombie. So, was haben wir? Bladed Glove. Bleedy Damage. Und die haben wir mit 4 Defense. 4 Defense ist natürlich ziemlich krass. Von Anfang. Wow, Hilfe. Tötet die Leute nicht. Ich muss mich fernhalten vor denen. Mein Einwohner schafft. Wie sonst die Leute töten. Haben wir noch ein Goodie Bag. Ah, war klar. Was ist das? Eine Krähe? Jetzt müssen wir kurz schauen. Wollten wir gucken? Ach, da irgendwie ein Bladed Glove. Critical Strike Chance. Instant Fast Speed. Was sind das eigentlich? Aber sieht funny aus, auf jeden Fall. Vor allem kann ich. Ach, ich kann die Maus gedrückt halten dabei. Ah, das sind solche Freddy Krueger Krallen. Cool. So, Pumpkin. Wow. Ah, hoch mit uns. Würde auch gerne nochmal in die Corruption. Dass wieder der Krieger erwacht. Ja, warum habe ich denn jetzt gerade das? Frage ich mich. Achso, weil ich den Pumpkin geholt habe. Stimmt ja. Okay, der Knockback scheint doch ein bisschen größer gedacht zu sein, als ich dachte. Komm her, du Krähe. Ja, klar. Ah,
Ah, es wird jetzt herrlich der Tag langsam, oder? Ja, langsam geht der Mond runter. Autsch. Tu mir nicht weh die ganze Zeit. Ich glaube, die Krähen haben auch weniger mit dem Blattmond zu tun, denn gerade ist kein Blattmond, sondern eine Sichel. Die haben nicht mehr mit Halloween zu tun. Fällt mir auch, wie jetzt im Laufe der Nacht sich die Mondphase ändern kann. Aber ist schon übertrieben schnell, die Angriffsgeschwindigkeit, aber... Wäre natürlich geil gewesen. Ich weiß nicht, ist sie verzaubert noch? Ach, Mann. Ein bisschen schneller heilen kann ich mich schon noch. Wow, das nochmal zwei Sterne. Wie gesagt, ideal für die Stark... Ach, jetzt sind sie kaputt. Ich war noch zu nah dran. Aua. Komm her, du. Damit mache ich die Endbosse platt. Nee, leider nicht. Ihr möchtet gern Bunnies. So. Ah, wieder Tag. Sehr gut. Irgendwo habe ich noch ein Goodie-Bag jetzt. Oder? Hatte ich noch ein Goodie? Da habe ich ein Goodie-Bag. Noch mehr Rotten Eggs. Yeah. So, ich habe schon über 100 Pumpkins. So. Kurz mal aufheilen. Bin mal gespannt, wie die Krallen auf die Viecher reagieren. Ich hoffe nur auf ein bisschen Knockback, sodass man ordentlich... Okay, viel zu wenig Knockback anscheinend. Man kann zwar ordentlich reinhauen, aber es ist viel zu wenig Knockback. Ja, obwohl jetzt wirkt es schon relativ groß, den Knockback, aber... Jetzt kannst du erstmal ein bisschen erholen, bitteschön. So. Und wir bräuchten noch 25 Platin Bars, damit wir die Platin Rüstung bauen können. Ja klar, da muss unbedingt noch irgendwas sein, was mir wehtut. Muss ja sein. Komm schon. Okay. Shadow Grace, Ace and Shadow Grace. Aha. Schau mal einer an. Vielleicht geben die sowas jetzt alle. So wie der Shaker mit 4 Defense. Ist schon groß. Wenn man plus 4 Prozent Leben ist zwar nicht das größte. 4% Leben sage ich schon. 4% Bin mal gespannt. Damn it! Plus 4%. Ach, verdammt. Speed, das war auch nicht so schlecht, aber. Das sind die Dinger. Und da müssen wir hin. Das kriegen wir durch Dynamit zum Beispiel. Okay. Das sind noch Vasen oder sowas. Noch ein bisschen anders. Wow. Ob eins ein bisschen näher liegt. Und ich dachte, früher waren auch eine Granaten vielleicht nicht, aber die Bomben waren noch so gewesen, dass die Bomben es auch kaputt gemacht haben. Oder irre ich mich da? So, dann werde ich mal kurz auf die Bomben wechseln. So. Okay, die Bomben machen es auch kaputt. Und irgendwas ist da drunter. Ich habe gerade was gesehen. Was ist das? Was ist das? Komm her, du Wurm. Was ist das?
Komm, wir haben genug Bomben. Eieiei. Bestes Rasen. Mattblock, achte vom Dschungel oder so. Gucken, was geht da noch weiter runter? Da war nichts weiter drunten, war. Ich bin mir da nicht mehr so sicher. Also wir dürfen nur 3 kaputt machen. Und ab dem Moment, wo wir den ersten kaputt machen, gibt es schon... Wow, eine Wahrscheinlichkeit. Dass wir, Scheiße bauen. Ja, ab dem Moment, wo wir den ersten kaputt machen, können schon Meteore fallen. Komm schon, komm da rein. Ja, er hält da. Ich kann es so mal, wie ich es will. So, dreist mir. Zack. Unten. Hey, da ist eine Qualle. Ja, ja, Goldfisch. Und die kriege ich leider eh nichts. Insofern lasse ich in Ruhe. Na, langsam kommen wir dann durch. Ja, ein bisschen müsste noch hier in dem Bereich. Oh, da unten habe ich was gesehen. Irgendwie nochmal in Rohstoffen. Was wir natürlich machen könnten, wäre die Möglichkeit einfach von Sticky Bombs. Bevor wir hier komplett alles wegsprengen und nicht mal Bescheid wissen. So. So. Warum kann ich die Dinger nicht kaputt machen, Jo? Reicht das aus? Yep. Und ich habe die Heartful-Musket bekommen, Muskete. So, wo ist die Muskete? Da plus 12 Damage. Habe ich dann auch überhaupt irgendwie an Patronen was bekommen? Oder muss ich jetzt hoffen, dass ich da irgendwie was bekomme? Momentan sieht es nicht danach aus. Ne. Schade. Gut, wir machen da einen Sticky Bomb. Ah, da haben wir Musket Ball bekommen. Also wir haben jetzt gerade nochmal vom Musket ein paar Kugeln bekommen. So, da hoffen wir nochmal das. Nochmal eine Muskete. Aber eine Superior Mask, gut. Mit nicht nur 12% Damage wie die andere, sondern auch 3% Crit-Schaden und 10% Knockback. So, wo haben wir die... Musketendinger. Da. Okay, dann müssen wir kurz in das hier rein. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Okay, die sind immer noch stark und ein Knockback ist immer noch krass. Den Eater wollen wir natürlich nicht beschwören. Alle keinen Bock drauf. Das ist einfach nur wegen dem Dämonenaltar, war wegen was anderem war es nicht. Ne, nur wegen dem Dämonenaltar. Ah, Mann. Also cool wäre es alle Male. Ich will mal kurz mich zurück teleportieren. Wenn wir die Möglichkeit hätten, noch mehr Platin-Sachen zu bekommen, damit ich endlich den Wurm ankreuzen kann. Hey, Bunny! Und ja, mit dem Wurm ein bisschen was machen könnte. Wegen diesem Dämonite, das ist immer noch ärgerlich. So. Ja, da will ich mal kurz fragen. Shop. Willst du nicht das Ding haben? 2 Gold. So. Und. Machen wir kurz mal hier rüber und dann werden wir den Rest mal ein bisschen deponieren.
Also, Getränke waren ja auf der anderen Seite, oder? Oh, waren die Getränke. Ja, okay. Also die Potions. Und Ace Shadow Graves. Das ist auch interessant. Da müsste ich mal herausfinden, woher die kommen. Denn die geben 6 Defense und 7% erhöhten Mini-Schaden. Ist natürlich geil. Jetzt habe ich natürlich keinen Set-Bonus mehr. 12 Defense. Ich war dann ganz kurz. Hauen wir die mal hier rein. Ja, danke. Danke, danke, danke. Das sind die 7% extra Milli. Und was ich auf jeden Fall machen wollte, wäre. Ach, den kann ich nicht einmal. Was kommt denn da rein? Weil ich noch einen Shackle habe. Wahrscheinlich darf ich nur einen einzigen Shackle nehmen. Dann nehmen wir doch den plus 4 Defense. Der ist doch noch ein bisschen geiler. Deswegen können wir den auch noch hier reinhauen. Angry. Plus 3 schon. Die Sterne werden wir auch mal hier reinpacken. Und den Bogen können wir erstmal reinpacken. Obwohl. Immer so ein bisschen zweifelhaft durch den Boden. Ah, die Swirling Knights. Die schon die ganze Zeit sich da drin befanden. Hier oben können wir noch die Fische machen. Ah! Gottes Willen! Ich glaube, jetzt muss ich mich erstmal um was kümmern. Dammit! Shit. Ja, das ist keine richtige Wohnung mehr, ich weiß. So. Jetzt aber eine Wohnung wieder. Ich glaube, der braucht hier noch Beleuchtung. Die müssen wir auch noch mal kurz machen. Wo haben wir da? Okay. So, haben wir noch ein paar Back. Haben wir noch. Oh Gott. Wie gesagt, ist nicht besonders hübsch, aber hey. Egal. So, mal kurz das nehmen. Das mitnehmen. Ah, guck mal, hier haben wir noch ein paar. Vielleicht können wir den auch 4 Stück. Vielleicht reicht das sogar. Eins, zwei, drei. Also ich weiß jetzt nicht, warum es 4 sind, aber egal, hauen wir die rein. Und wo war der Stuhl nochmal? Hier. Okay. Eieiei. Okay. Puh, zum Glück sind die Truhen nicht kaputt gegangen. Okay. Ja, die Eier. Keine Ahnung. Kurz mal genau hier Quickstack kurz reinhauen. Jetzt können wir den Rest schon mal. Wie viele Linsen habe ich eigentlich? Linsen habe ich 4. Oh, schade. Jetzt hätte ich nochmal versucht, das Auge zu beschwören, denn mir ist nämlich aufgefallen. Wir haben ja 75 von Platin. Heißt wiederum, wir könnten, wir haben zwar keinen Set-Bonus, aber wir haben momentan auch keinen Set-Bonus. Einfach sowohl den Platin-Helm als auch die Platin-Rüstung nehmen. Die würde uns 6 Defense geben. Momentan sind wir auf 16. Einmal das und einmal das. Ja, da bräuchten wir noch rein theoretisch, ich glaube, 25 oder 35. Für die anderen. Jetzt haben wir 19. Jetzt haben wir 22. Ist schon mal cool. Schon mal Anfang. So, jetzt haben wir auf jeden Fall mehr Rüstung. Jetzt bräuchten wir noch 2 Augen. 2 Linsen. Augen wäre aber was anderes. So, Wumm. 5 haben wir auch noch. Müssen wir mal gucken. Das ist die Iron Ding. X der Iron Teil.
So. Wo ist mein Berater? Wurmzähne. Wo ist er hin? Da unten ist er. Kevin, kommst du wieder rein? Ach Gott. So, die Wurmdinger. Ach so, die können die Fellpfeile nehmen. Und war nicht irgendwie Wurmfutter? Dafür brauchte ich die. Ach, Puder. Und das habe ich durch die Pilze bekommen. War das nicht so? Höchstwahrscheinlich. So, die Rotten Chunks. Ich weiß nicht, ob ich nochmal das Auge einfach herausfordern will, jetzt wo wir ein bisschen besser wieder ausgerüstet sind. Und statt 10 Defense, wie wir da gegen dem Auge am Anfang gekämpft haben, jetzt auf einmal mit 22 Defense zur Verfügung stehen. Ich will mal gucken. Wow, so viele Pumpkins. Hallo. Warum bist du nicht verkleidet? Verstehe ich nicht. So, hier hatten wir ja die Altare dann gehabt. Und da haben wir nochmal 3 Pumpkins. Geile Sache. Direkt nebeneinander. Ich finde es für die Deko-Sachen ganz witzig. So. Ich war zwar noch nie der große Deko-Typ, aber weiß. So, Gottes Willen. Komm her. Ich mach dich platt. Habe ich doch gesagt. Habe ich es nicht gesagt? Ich habe es ihm gesagt. Er hat mir nicht geglaubt am Anfang. Doch jetzt ist er tot. Fängst du jetzt mal an zu ringen? Ach nein. Wieder die Regenmäntel-Typen an. Es ist so dunkel. Zack. Rein theoretisch kann das Auge jetzt auch jederzeit wieder spawnen. Wir haben genug Leben, wir haben genug Rüstung, wir haben... Autsch. Einfach die Möglichkeit dazu. Wir hatten es schon mal beschworen, das reicht manchmal aus, dass ab und zu mal nachts noch ein Auge kommt. Yeah! Paranoid wie ich bin. Komm schon, komm schon. Ich frage mich, ob es wirklich von den Sachen, die ich gerade gefunden habe, diese Rüstung, ob es da noch mehr gibt. Da muss ich mal in nächster Zeit nochmal in die Corruption gucken. Ah, ich habe den Regenmantel bekommen. Cool, die Sache. Jetzt kann ich mir auch den endlich rüberziehen. Ist jetzt hier regnerisch. Komm, Blubber hieß. Blubber-Zombie. So. Ich finde es nur schade, ehrlich gesagt, dass ich nichts irgendwie in Form von, verdammt, wie soll ich das am besten sagen? Also, ich habe ja die Rotten Eggs bekommen und dass man damit nichts groß macht. Also, wir können jetzt mit den Pumpkins natürlich eine Menge machen. Wir könnten auch ein Pumpkin ausbauen. Aber sonst, wie gesagt, die Dinger, da muss ich mal gucken. Ace and Shadow Grace. Wie weit die dazugekommen sind, ob es die schon immer gab. Also, oder ist seit 1.2, oder ob die, hallo Rabe, oder ob die jetzt mit dem Halloween-Patch dazugekommen sind. Die Raben sind ja auch erst mit dem Halloween-Patch dazugekommen. Also das andere, dieses Futter, oder Futter nicht, aber dieses Überraschungspaket, was man bekommen hat, wo die Rotten Eggs drin waren, die waren auf jeden Fall, die sind erst jetzt hinzugekommen. So viele Kopf am München. Ich finde es witzig, dass die Slime-Zombies kommen immer nur im Regen.
Deswegen dachte ich, die haben ein Aquarium nicht, aber irgendwie eine Wasserblase um sich herum. Keine Ahnung, wie sie es machen. Aber ja. Sie haben es einfach. Ach, und der gibt mir noch einen Silbercoin zu, ist nicht? Das ist interessant. Also der Maskierte, der Jace Maskierte. Ein Meteor ist gelandet. Wow. Dann können wir eine Meteor-Pickaxe bauen. Und mit der können wir auch die Demonite-Sachen wegmachen. Jetzt hätten wir da doch noch eine Möglichkeit. Muss mal gucken. Gucken wir erstmal nach links. Kennen wir auch eh auch besser das Gebiet nach links. Und dann können wir mal nach rechts gucken. Und wie sieht's aus mit den Augen? Mit den Kontaktlinsen? Haben wir noch 5? Haben wir noch 5? So, der hat mir ein Silber gegeben. Der gibt mir weiterhin Silbercoin. Also der ist relativ spendabel, wenn es um Geld geht. Weil die anderen geben mir immer nur Kupfer. Oh, ich habe viel Gold noch drin. Ich muss unbedingt wegbekommen, bevor ich wieder sterbe. Hey! Hey! Was denn? Eine Linse, yes! Okay, damit haben wir 6 Linsen. Echt viel das fürs Auge. Wir dann nochmal nächste Folge versuchen, mal Platz zu machen, vor allem weil mein Demonite War nicht mehr existiert. Das verwundert mich mal ein bisschen. Ah ne, wir können schon mal da hingehen. Aua! Seit wann ist hier noch Habe? Wir können schon da hingehen, wo wir eh hin müssen. Nämlich zu dem Ding, womit wir das Teil beschwören. Das Auge. Zum Altar. Und nicht den Altar, um Hochzeit einzuleiten. Nochmal Pumpkin. Mein Gott. Ey, hier ist dann nochmal Pumpkin. Nein, das will ich nicht. Das will ich alles nicht. Ich will runter, 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 runter. Zombie! Fällt noch runter. Hier unten war es doch, oder? Ja, genau. 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 Komm, genau. Das ist Special Eye. Pumpkin Plattform. Kann ich von drauf springen? Was ist? Komm, boom. So. Den einen Schadenspunkt, der ist auch nicht so dolle. Also sieht man mal, wie viel Rüstung wir haben mit einem Schadenspunkt nur noch. Dass der Wurm uns wirklich gar keinen Schaden mehr groß macht. Ach, komm schon. Hey. Balloon. Der Ballon wäre noch geil, oder Cloud and Butter. Das wäre schon cool. Da könnten wir auch mehr springen oder höher springen. Das wären so Sachen, die mich noch freuen würden. Alle anderen Sachen freuen mich nicht, aber die Sachen freuen mich. Quatsch. So. Hey. 2 Augen nochmal. Wo sind sie? Da. Alles nicht so das Wahre, muss ich mal ganz ehrlich gestehen. Ist nochmal ein Auge. Ich weiß, ihr seht es vielleicht gar nicht jetzt, weil es zu dunkel ist. Da. Seht ihr? Da ist es. Stimmt, der Boomerang hat ja aber ein bisschen Licht erzeugt. So, du bist ein stärkerer Zombie, oder? Wow, du kannst auch 10 Schaden machen. Komm her! Keine Linse oder sowas? So, vor uns da. Mach mal die Tür zu hier. Zieht's uns. Okay, jetzt, warum ist das hier kein... So, Dankeschön. Das dürfte auch dafür Platz sein. Was wollen wir machen? Genau, wir wollen nächste Nacht das Auge erwecken
um es nochmal uns zu duellieren und dann wollen wir den Meteor suchen. Aber bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.